Checkup, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Reha Klinik und Hirslanden. Grüezi miteinander bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Entzündliche Darmerkrankungen sind immer noch ein Tabuthema. Viele reden nicht gerne über Durchfall, Bauchkrämpfe oder einen Darmverschluss. Und doch sind in der Schweiz rund 16'000 Menschen betroffen von Krankheiten wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Der Ernst Adler ist Betriebsleiter von einer Firma, die Anlagen herstellt, die Helium und Wasserstoff flüssig machen. Das braucht es, wenn man extrem tiefe Temperaturen erreichen will. Seit vielen Jahren leidet Ernst Adler unter einer chronischen Darmentzündung, einem sogenannten Morbus Crohn. Angefangen hat schon als Kind mit Durchfall. Über die Jahre sind die Beschwerden schlimmer geworden. Im Alter von 32 bekommt Ernst Adler eine eitrige Entzündung, einen sogenannten Abszess am After. Dann haben sie mir rausgeschnitten, das Abszess, und dann ist das nicht richtig verheilt. Dann kam ich wieder so einen halben Abszess gekommen, dann bin ich wieder ins Spital eingeliefert worden. Dann haben sie wieder Fisteln ausoperiert und einen Teil vom Schliessmuskel haben sie rausgeschnitten. Wegen der Darmentzündung hat Ernst Adler auch sogenannte Fisteln bekommen. Ein besonders unangenehmes, aber typisches Symptom beim Morbus Crohn. Der Durchfall kommt eigentlich nicht mehr durch den After raus, sondern er kommt eigentlich durch die Fisteln raus. Das könnte man sich auch so vorstellen. Es ist wie ein kleines Tunnel. Das ist aber nur so 3-4 mm gross. Und das ist total vereitert. Das ist natürlich alles entzündet und das blutet und das brennt. Und dann kann man nicht mehr richtig sitzen. Also kann man gar nicht mehr sitzen, wenn man es hinhat, wie ich es hatte. Und es tut einfach satanisch weh. Der 49-Jährige hat zeitweise nur noch in der Nähe von einem WC arbeiten. Der entgegenkommende Arbeitgeber hat ihm ein Klosomat installieren lassen. Keine Selbstverständlichkeit. Viele mit Morbus Crohn können gar nicht mehr arbeiten, sind invalid. Wegen seinem Beruf fliegt Ernst Adler in viele Länder. In den Taschen ist das Notfallset immer dabei. Dann habe ich so Unterwäsche, Reserveunterwäsche, mehrere. Dann habe ich Feuchttücher, dann habe ich Nasentücher dabei. Und wenn es auf längere Reisen geht, habe ich auch noch Hosen dabei. Dass, wenn ich Durchfall habe, wenn das durchdrücken wird, was auch schon passiert ist, auch schon beim Einsteigen, dass man das nachher wieder wechseln kann. Doch was ist das, eine entzündliche Darmerkrankung? Wir besuchen zusammen mit dem Präsidenten der Schweizerischen Patientenvereinigung Morbus Crohn und Colitis ulcerosa ein Darmmodell. Hier sieht man eine gesunde Schleimhaut, alles normal, Darmfalten, wo schön alles aufgenommen werden kann. Doch wenn der Darm entzündet ist, tut er sich langsam verändern. Es wird dann immer schlimmer. Es gibt dann sogenannte solche Geschwüre da. Das ist jetzt ein Colitis ulcerosa. Und das ist dann auch das, was Durchfälle auslöst. Und es ist dann nachher verletzt, man blutet zum Darm raus. Die beiden entzündlichen Krankheiten, Colitis ulcerosa und Morbus Crohn, verlaufen in Schüben. Wenn die Entzündung zurückgeht, bleiben im Darm oft Narben zurück und zum Beispiel solche Polypen, etwas, das sich zu Darmkrebs entwickeln kann und oft operativ entfernt werden muss. Wir sind jetzt hier bei einem Morbus Crohn angelangt. Der ist im Gegensatz zur Colitis ulcerosa, tut das den ganzen Verdauungstrakt befallen. Also es kann abschnittsweise sein, vom Maul bis ins After. Colitis ulcerosa ist nur im Dickdarm. Zurück zum Ernst Adler. In regelmäßigen Abständen kommt er ins Gastrozentrum Hirslanden zur Infusion. Er bekommt einen sogenannten TNF-Alpha-Hämmer. Mit dem Medikament behaltet man die Darmentzündung langfristig im Griff. Gegen akute Entzündungen braucht es aber auch zum Beispiel Cortison. Der Professor Bernhard Sauter entwirft individuell die richtige Behandlungsstrategie. Früher hat man einfach behandelt nach Symptomen. Wenn der Patient gut gegangen ist, hat man gesagt, wunderbar. Heutzutage weiss man halt, dass wenn die Entzündung im Hintergrund immer weiterläuft, dann nimmt der Darm Schaden über die Jahre. Das kann Krebsentwicklung sein, aber das kann durchaus sein, eben Fisteln, eben die Löcher im Darmentwicklung oder Verengungen im Darm und so weiter. Und dann kommt es zur Operation. Man muss wissen, dass weit über die Hälfte, 70-80% der Kronpatienten im Laufe des Lebens mal operiert werden. Und das Ziel ist halt, frühzeitig die Leute zu behandeln, dass es dann nicht bis zur Chirurgie kommt.
Für die Untersuchung des Dünndarms setzt man die kleine Pillenkamera ein, die man einfach abschluckt. Sie schiesst tausende von hochauflösenden Bildern von Orten, wo sonst kein Instrument ankommt. Da sehen Sie bereits, wie das Weisse kommt. Da ist sie schon entzündet und die Oberfläche geht verloren. Und da sehen Sie schon einen tiefen, da ist ganz schlimm und kaputt. Man sagt ein Ulkus, ein Geschwür. Und das ist durch die chronische Entzündung des obersten Kron, die da passiert. Zur Untersuchung des Dickdarms braucht es eine Darmspiegelung. Hier Bilder von einem gesunden Darm mit seinen Blutgefäßen. Hier Bilder von einem stark entzündeten Darm. Und schließlich, wenn die Entzündung wieder weg ist. Man sieht einen Haufen Narben, Verwachsungen. Diese Patienten müssen sich nicht mehr wegen der Entzündung behandeln lassen, sondern sie müssen sich regelmäßig wegen Verdacht auf Darmkrebs untersuchen lassen. Eine chronische Darmentzündung hat man das Leben lang. Viele kommen wegen dem vor allem psychisch unter die Räder. Der Ernst Adler hat Glück gehabt. Ich selber habe einfach versucht, mich zu arrangieren mit der Krankheit. Ich habe die Krankheit akzeptiert. Das war für mich persönlich ein wichtiger Schritt, dass ich das akzeptiere. Und das Zweite ist die Unterstützung von meiner Frau und auch vom Arbeitgeber. Die haben mir echt geholfen. Da habe ich mich einfach im Prinzip abgelenkt und bin arbeiten. Für alle, die mehr Informationen zum Thema Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa suchen, gibt es die Schweizerische Patientenvereinigung auf dem Facebook oder mit der Internetadresse www.smccv.ch. Das wär's gsi bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Auf Wiedersehen. Checkup, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Reha Klinik und Hirslanden.